So Leute, da sind wir wieder bei Portal 2 im Kapitel 3, die Rückkehr, sofern ich mich erinnere. Und da fängt es ja schon mal sehr amüsant an. Ist das jetzt eigenständig geworden und wieder raus oder was? Kann man da drauf springen? Nee, ich glaube nicht. Und wenn man es kann, dann würde man sterben. Ach, Hallöchen. Okay, alles klar. Okay, schauen wir uns mal um. Da kann man Portale machen. Ach, ich verstehe schon. Und da. Und da können wir dann hochspringen, nicht wahr? Hey, ich bin's, mir geht's gut. Wo war der? Ich bin wieder da. Die Plattform hier sendet ein Notsignal aus. Du warst das, oder? Ja. Gut, versuch's jetzt. Es nicht. Ich lag da einfach so rum, dachte schon, dass wir Die Plattform kann für jemanden deiner Größenordnung nicht kalibriert werden. Ich füge dem Maximalgewicht ein paar Nullen hinzu. Oh, oh, oh. Du siehst übrigens gut aus. So gesund. Versuch's jetzt. Oh Gott, ich hab Angst. Welcher Vogel ist das zu fassen? Und dann hat Du hast wohl die Ladekapazität überschritten. Gut, dann senke ich eben die Decke. Okay, wir sind nicht gleich so. Aber dann Weekly soll was sein. Ja, jetzt war's wohl mit ihm. Der kann uns jetzt nicht mehr viel sagen. Und das passt jetzt. Und es ging schnell nach oben. So, weiter geht's. Gucken wir das mal an. Hallo, Kamera. Da ist ein Ding. Ist da irgendwo so ein Knöppel oder sowas? Wo ist denn dieses Teil, wo ich das reinflocken muss? Da. Würde ich mal sagen, mach mal da sowas hin. Und dann ganz gekonnt und ohne, ach, da kann ich gar nicht viel machen. Ach, dann brauche ich so ein Kuh. Kann ich da hoch irgendwie? Und da? Ne. Ha. Komm. Ah, warte, einen Moment. Nee. Ah, natürlich. Ich vergaß. Har, har. Wo müssen wir? Da müssen wir zuerst hin. Okay, da mache ich da das Orangen hin. Dann benutzen wir einfach diesen Sprung automatisch. Ich hoffe, es gibt keinen Fallschaden. Nein, gut. Und springen ganz gekonnt darüber. Dann kriegen wir hier sowas. Perfekt. Machen wir da ein Portal hin. Springen hier rein. Kommen da raus. Gehen wieder zurück. Springen da rein und kommen hier wieder raus. Ha! Ich bin ein gekonntes Genie. Okay, ich will das natürlich, dass das gleich von Anfang an gelöst ist. Also, dass wenn ich das hinstelle, dann sofort schwärms und gelöst. Ich verstehe. Denn das soll ja irgendwie authentisch und wunderschön aussehen. Nicht so wie... Blub. Und? Gelöst. Har, har. So. Ach. Na, das ist jetzt interessant. Soll das jetzt gehen? Ich muss da hoch. Wenn ich das deaktiviere? In dem Moment. Ich denke wahrscheinlich jetzt gerade wieder zu kompliziert. Weil wenn ich hier ein Portal wegmache, ich demonstriere, da geht das Dürr dazu. Das sehe ich ja auch nicht. Ein Moment. Kann es sein, dass man die Portale von woanders hin machen muss? Also von da oben, wie gesagt. So, und dann Sprung. Sprung. So. Sieh nur, wie majestätisch du durch die Luft segelst. Wie ein Adler. Ein fetter Adler. Okay. So. Nein. Perfekt. Man möchte gern glauben. Okay, man möchte fast glauben, ich bin ein wahres Genie. Liv, möchtest du lieber kommen? Dankeschön. Und weiter geht's runter in die nächste Kammer. Mit mehr Spannung und Leidenschaft. Okay. Viel Spaß beim nächsten Test. Ich gehe jetzt zur Oberfläche. Es ist so ein schöner Tag. Gestern habe ich ein Reh gesehen. Wenn du den nächsten Test bestehst, lasse ich dich vielleicht im Fahrstuhl bis ganz nach oben fahren und erzähle dir von dem Reh.
Ach, das wäre aber lieb. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass du es nicht machen wirst und deswegen... Raum 10 von 22. Wunderschön. Ja, das hat auch so deinen Spaß. Okay, dann guck, da sind Sprungplattformen. Da ist auch ein. Ich steige einfach mal drauf und... Wow. Hallöchen. Ach, Hallöchen. Ich sehe schon. Dann will ich jetzt irgendwie runter. Aber davor. So. Und runter. Funktioniert das? Das funktioniert perfekt. So. Da muss ich jetzt springen, oder? Überlebe ich das? Ach nee, warte mal. Da geht's ja sogar runter. So. Lass mal das erstmal fallen. Wir hinterher schnappen uns aus der Luft, damit das nicht hier zu viel... Oh. Ja, hammermäßig, echt. Eindeutig hammermäßig. Nehmen uns den Kurs. Springen da... Boah Gott. Legen das hier hin. Dann sollte da irgendwas deaktiviert sein. Perfekt. Und dann... lasst mich kurz überlegen. Muss ich irgendwie daran kommen? Das schießt mich hier rüber. Uff. Gibt's hier irgendwo, wo ich was dran schießen kann? Nicht? Na. Gut. Lasst mich kurz überlegen. Das funktioniert nicht, oder? Ah, nee. Kann ja auch nicht funktionieren. Warte mal. Ah, ne. Ha! Vielleicht hier? So. Und dann so. Nee. Wie könnte man das machen? Ich muss irgendwie... Okay. Ich muss irgendwie da rankommen. Aber wie komme ich daran? Da oben ist was. Aber wie komme ich daran? Ach! Okay. Machen wir es so. wo fällt denn das da runter? Zufällig hier? Probieren wir es mal. Nee, das kommt von ganz von alleine. So, jetzt haben wir das. Dann könnten wir doch im Prinzip darunter wieder gehen. Also ganz theoretisch. Müssen wir das irgendwo hinlenken? Nicht, oder? Was bringt uns denn dieser Kurs? Hundertprozentig dahin irgendwo. Der bringt uns vielleicht dann auch noch was. Dann springe ich mal da geschwind rüber. So. 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 Und so. Ja, das war geplant. Das wusste ich, wie das funktioniert. Test bestanden. Ich habe heute kein Reh gesehen, aber Menschen. Aber mit dir hier habe ich mehr Testsubjekte, als ich brauche. Ja, ich bin schon einzigartig und ja. Ja, ich bin wenigstens die Einzige, die hier... Also, ich bin ja nicht weiblich, aber eine weibliche Person, sondern die... Ich spiele eine weibliche Person, die Einzigste ist, die diese Rätsel lösen kann, sozusagen. Also, ich könnte mir keinen anderen vorstellen, wer das kann. Also, was ist das? Aha. Okay. Gehen wir weiter und schauen, was uns erwartet. Raum 11, mit was Neuem. Das sind die... Diese Brücken bestehen aus natürlichem Licht von der Oberfläche. Wenn du deine Wange daran reibst, fühlt es sich an, als würde dir die Sonne ins Gesicht scheinen. Es würde auch dein Haar in Brand setzen, also lass es lieber. Genau, also das sind jetzt so Art Plattformen aus Licht, wie sie gesagt hat. Also das möchte ich jetzt nicht hundertprozentig Glauben schenken, aber... Man kann es sich zunutze machen,
indem man sowas hier macht. Und dann kann man ganz einfach hier durchgehen, also drüber gehen. Das ist jetzt hier, das geht auch durch Portale und somit sehr praktisch. Holen wir uns mal... Ja. Ich würde mal sagen... Kann man da nicht irgendwie... Kann man den nicht irgendwie retten oder so? Hä? Okay, die fallen da jetzt einfach durch. Warte mal, was ist denn da? Was ist denn da? Lass mich mal kurz jucken. Ja, ich sagte jucken. Was da? Ein Moment. Das gefällt mir überhaupt nicht. Was soll da sein? Da muss irgendwas Besonderes... Ach, ich verstehe schon. Ich rate. Ich rate. Gut. Komm her. Schnucke. So. Da haben wir unseren Kubus. Den brauchen wir auch. Nämlich dafür. Und jetzt leckt's auch wieder wilder Hund, du ey. So unglaublich ist das. Und jetzt springen wir gekonnt darüber. Legen das auf die Plattform. So. Machen wir das einfach so. Und dann. So. Ui. Und dann geht das schon vor ganz alleine. Und dann haben wir das und dann. Du bist ein Jäger und die Tests sind deine Beute. Ich habe mich übrigens für einen neuen Test über Haie informiert. Kennst du noch andere Geschöpfe, die sogar die Leute umbringen, die ihnen helfen möchten? Dachtest du Haie? Falsch. Die richtige Antwort heißt niemand. Niemand außer dir ist so sinnlos grausam. Okay, danke für die Information. War mal wieder sau wichtig, also zum Überleben. Vor allem hier in diesem Testlabor, es ist meine Beute und ich bin der Jäger und ich vernasche. Gute Neuigkeiten. Ich weiß jetzt, was ich mit dem Geld mache, das ich beim Recycling deiner Luft spare. Wenn du stirbst, laminiere ich dein Skelett und stelle es aus. So können noch viele Generationen nach dir lernen, wie man deinen unvorteilhaften Knochenbau vermeidet. Naja, da bin ich ja von Nutzen. Dann lohnen sich die Tests ja. Na toll, die Tür funktioniert nicht. Jemand muss sie wohl reparieren. Bemühe dich nicht. Ich bin gleich zurück. Fass nichts an. Hey, hey, hier oben! Hallo. Da waren Vogeleier, die habe ich in den Türmechanismus geworfen. Da war sie zu. Ich... Ah! Vogel, 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 Vogel! Okay. Okay. Das war bestimmt der Vogel, der die Eier gelegt hat. Er ist sauer. Okay, glaube ich nicht. Wichtig ist, wir werden hier bald ausbrechen. Sehr bald, das verspreche ich. Du bist wieder in der Maschine. Ich muss nur noch ausdüfteln, wie wir hier ausbrechen. Da kommt sie, mach weiter mit dem Test. Und denk dran, du hast mich nie gesehen. Nein, sie hat uns auch beide nie zusammen gesehen. Ich habe mit dem Türcomputer verhandelt. Er wird nie mehr, sagen wir, leben. Egal, zurück zum Test. Okay, okay, ich sehe schon, dass da... Das ist ein Ding runterfallen, okay. Lasst mich kurz mal nachdenken. So. Dann falle ich auf die Plattform. Und das fällt runter. Ein Moment. Da will ich hin. Wow. Wow. Und was gibt's hier? Who are you? There is no magic. Aha, das soll, glaube ich, GLaDOS darstellen, wo jemand ein bisschen Wutanfälle hat. Kann man da... Nein, da geht's ja, glaube ich, nicht weiter. Oder? Nein. Okay, dann ist das nur so, glaube ich, ein kleiner Fun-Raum oder was gibt's da noch? Nichts mehr. Hier kann man, glaube ich, auch nichts mehr viel machen. Okay, habe ich irgendwas gesehen, übersehen? Was sind denn das für Kisten? Wieder so ein Aperture Science Computer. Ja, egal, ich will uns lange nicht damit aufhalten. Egal, wo du...
Ich bin tot. Lecker. Kutze. Na, hast Geschmack? Der Computer verhandelt. Er wird nie mehr, sagen wir, leben. Egal, zurück zum Test. Ja, sehr gut. Naja, wenn wir schon mal gestorben sind, dann kann ich auch gleich hier sagen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.